Wir kommen zum nächsten Rennen und wenn wir hier Dirk Heidolf sehen, dann heißt das, wir sind entweder bei den 125ern oder bei den 250ern. Das erste trifft zu. Also 125er, die werden jetzt bei uns hier auf die Strecke gehen. Hier haben wir das Motorrad mit der 28, Dirk Heidolf. Und hier haben wir den Polesetter Silvio Merz mit der 76, auch bekannt als Käse-Mike. Er also hier guter Dinge, was dieses Rennen angeht. 1:52.967 seine Zeit. Das ist Michael Dunlop. Und sein Teamchef Norman Rank. Pirate Racing, das Team. Und hier haben wir Dirk Heidolf. Er startet von Rang 3 in dieses Rennen. Also Heidolf 1:54.892 in netter Begleitung. Also, da macht das Rennfahren garantiert Spaß. Und hier haben wir auf Rang 4 mit einer Zeit von 1:55.829 die 72. Schönberger und hier schauen wir also noch ein bisschen durch die Startaufstellung und hier haben wir Katrin Meyer, die Rennhexe, ebenfalls mit dabei und auf Rang 5 ganz stark schon im Training gefahren und damit also hier richtig gut unterwegs. Steffen Krämer, diese Maschine wird Ihnen vielleicht bekannt vorgekommen sein. Das ist die Maschine, die auch in der IDM unterwegs ist, da allerdings von Michael van der Mark pilotiert. Hier haben wir den Start, also das Feld geht auf die Reise und schauen wir, ob alle gut wegkommen. Jawohl, Silvio Merz sehe ich da ganz, ganz vorne, der da gleich mal die zweite Position übernommen hat. Jawohl, also er ist auf Rang 2 und das müsste Michael Dunlop gewesen sein, der da auch richtig gut wegkam. Und vorne allerdings Ausgangs der ersten Runde, das ist Merz vor Schönberger, der Heidolf dahinter dann. Und auch Katrin Meyer gleich mal in Schlagdistanz gewesen. Also, die kam ebenfalls richtig gut weg, hat eine richtig starke erste Runde gefahren. Ganz vorne allerdings Silvio Merz auf seiner Honda. Thomas Walter ebenfalls mit dabei aus Schleiz auf Startplatz 10 gewesen. Aber da fehlte doch eine ganze Ecke. Also, etwas mehr als 7 Sekunden fehlten ihm da auf Silvio Merz, auf dem Polesetter. Hier haben wir mal den Blick auf die Startzielgerade und da hinten, da sieht man schon, da sind schon richtig viele Zuschauer da. Auch zu diesem relativ frühen Zeitpunkt. Silvio Merz vorne, dann Schönberger, dann müsste das Heidolf gewesen sein, dann Katrin Meyer und dahinter dann Michael Dunlop. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Thomas Walter ebenfalls richtig weit schon nach vorne gefahren in diesem Rennen. Aber auch hier ist ja noch die 125er IGK, wird sie hier in der Ergebnisliste genannt. Also die etwas älteren Modelle, die sind hier mit dabei. Also deshalb auch die etwas größeren Zeitunterschiede. Hier haben wir Silvio Merz vor Heidolf, dann Schönberger, dann Katrin Meyer, dann Michael Dunlop. Das sind die ersten 5. Und hier haben wir mit der 103 Mike Heselich von Rang 17 ins Rennen gegangen. Also es werden hier in Froburg auch richtig schnelle Zeiten gefahren. Achtung, plötzlich Heidolf vorne vor Silvio Merz. Also da hat sich was getan im Feld. Ich wollte gerade noch erzählen, dass hier in Froburg auch richtig schnelle Zeiten und natürlich auch hohe Geschwindigkeiten erzielt werden. Das denkt man gar nicht. Also da sind durchaus ja Geschwindigkeiten von 280 drinne mit den großen Motorrädern. Viele längere Geraden bzw. langgezogene Kurven, wo man also relativ voll durchfahren kann. Hier haben wir Thomas Walter im Bild mit der 7. Normalerweise hat er die 77. Hier bei den 125ern hat er also nur die 7, eine 7 abgeklebt. Hier das Duell. Silvio Merz gegen Dirk Heidolf. Da hat er sich wieder vorbeigeschoben bei dieser Überrundung. Und Katrin Meyer weiterhin auf Rang 3. Also die fuhr ein super starkes Rennen.
Und hat da also der Konkurrenz, den männlichen Kollegen, mal gezeigt, was eine Frau auf einem Motorrad wirklich anstellen kann. Heidolf wieder vorne vor Silvio Merz. Also diese beiden, die behagten sich richtig schön da vorne an der Spitze bei den 125ern. Aber Silvio Merz, der lässt sich da nicht abschütteln von Heidolf. Die wechselten da immer mal wieder mit der Führungsarbeit. Und war natürlich ganz spannend, wer am Ende ganz vorne sein wird. Thomas Walter fuhr ein etwas einsames Rennen. Aber ein Top-10-Platz ist da allemal drin für ihn. Und hier, Achtung, Merz gegen Heidolf, das ist der Zieleinlauf. Und, also rein vom Bild her hätte ich gesagt, der Heidolf gewinnt. Der Heidolf gewinnt vor Silvio Merz. Katrin Meyer wird auf jeden Fall mal Dritte und das sehr, sehr souverän. Aber wir werden es gleich sehen. Also vom Bild her, wie gesagt, da hätte ich gesagt, Heidolf gewinnt vor Merz. Aber es war nicht so. Da war glücklicherweise aus Sicht von Silvio Merz die Ziellinie doch etwas früher. Und damit blieb er also ganz knapp vorne vor Dirk Heidolf. Hier haben wir es im Bild. Also Silvio Merz, gerade mal 84.000stel vor Dirk Heidolf. Dahinter dann Katrin Meyer auf der 3. Und in der anderen Klasse, also der zweiten Klasse bei diesem Rennen, Christoph Schönberger vorne vor Erik Keller und Silvio Herford.